So, schönen guten Abend, liebe Medienvertreter. Darf Sie begrüßen zu unserer Pressekonferenz nach dem Spiel von Eintracht Frankfurt gegen den FC Bayern. 5:1 vor 51.500 Zuschauern. Ich begrüße Gästetrainer Niko Kovac und natürlich auch unseren Cheftrainer Adi Hütter. Niko, nicht einfach, aber ich darf dich zur Analyse bitten. Ja, recht einfach. Gratulation an die Eintracht bzw. an Adi. Das Spiel ist genau so gelaufen, wie wir es nicht wollten. Das heißt, wenn du nach 8 Minuten eine rote Karte bekommst, dann ist es schwierig, gerade hier in Frankfurt, die das sehr gut gemacht haben. Ich finde, wir haben dann nach dem 2-0 Rückstand es trotzdem noch ordentlich in die Halbzeit gebracht mit dem 2-1. Hatten dann schon dann den einen oder anderen Ball, aber dann kommst du raus und in der 49. glaube ich, gibt es das 3:1 und damit war letzten Endes alles gelaufen. Wir haben zwar noch zwei gute Chancen gehabt, aber unterm Strich viel zu wenig und auch mit einem Mann weniger darf man nicht hier 5-1 verlieren. Das ist passiert. Das ist enttäuschend, das ist ärgerlich, aber das ist die Realität. Danke. Danke, Niko. Adi, deine Meinung zum Spiel? Ja, zuerst, Niko, danke für die Glückwünsche. Ist natürlich für Eintracht Frankfurt heute ein sicherlich besonderer Tag, wenn man knapp nach, glaube ich, 2010 das letzte Mal zu Hause gewonnen hat, außer dass Niko den Pokalsieg mit der Eintracht geholt hat. Was sicherlich für uns alle heute ein Riesenerlebnis. 5-1 gewinnt man nicht alltäglich gegen den FC Bayern. Schlüsselszene war sicherlich für mich die rote Karte. Brauchen wir nicht drüber diskutieren, die uns sicherlich geholfen hat. Die Entscheidung war für uns wahrscheinlich besser wie der Elfmeter. Bayern hat dann auch gezeigt in Unterzahl, dass sie einfach trotzdem hohe Qualität haben. Für mich Knackpunkt des Spiels war dann sicherlich das 3:1. Und dann haben wir uns schon noch einmal in einen Spielrausch hineingespielt, haben dann versucht, Gegner laufen zu lassen, obwohl sie immer noch gute Möglichkeiten hatten. Ich bin heute natürlich sehr, sehr glücklich und stolz. Nicht nur, dass wir gegen Bayern München gewonnen haben, sondern dass wir auch wichtige 3 Punkte gemacht haben. Danke. Gut, die Fragen bitte. Erste Frage, Christopher Michel. Ja, guten Abend, Herr Hütter. Hallo, Herr Kovac. Glückwunsch zu diesem Sieg. Nach der letzten Länderspielpause wurden aus den Medienreihen die Wochen der Wahrheit eingeläutet. Jetzt stehen gegen 2 absolute Top-Teams oder Top-Teams der Liga 6 Punkte hier daheim. Wo steht denn die Eintracht jetzt nach diesen ersten Wochen der Wahrheit? Wo steht man für Sie? Guckt man jetzt klar nach oben oder? Zuerst danke und zweite Frage geht relativ schnell. Wir sind auf Platz 6. Naja, natürlich haben wir gegen Leverkusen, also das Spitzenteam ist Bayern München, die absolute Top-Mannschaft der Liga, ist 6 Punkte gemacht. Wir müssen einfach auch schauen, dass wir auch auswärts punkten, wenn wir da weiterhin vorne dabei bleiben wollen. Dann wird es nicht genügen, dass wir momentan die heimstärkste Mannschaft sind. Und das sind natürlich überragende Siege, aber wir müssen auch versuchen, auswärts zu gewinnen, um auch weiterhin vorne zu bleiben oder dabei zu sein. Danke, dann sind wir hier vorne. Dann Herr Scherzer. Fangen Sie an. Ja. Hauptmann Scherzer, okay. Herr Kovac, Ihnen gehen jetzt gänzlich die Innenverteidiger aus. Das ist jetzt der dritte. Wie wollen Sie das kompensieren, zumindest in den nächsten Bundesligaspielen? Wir haben jetzt erst einmal am Mittwoch das Champions-League-Spiel. Da ist die rote Karte ja nicht... Ja gut, wir müssen jetzt natürlich schauen. Wir haben ja heute den David hinten drin gehabt. Javi hat jetzt nach dem Spiel in Olympiakos 10 Tage pausiert. Er wäre auch eine Alternative, dass er hinten drin spielt. Ansonsten ja, haben wir nicht allzu viele Innenverteidiger mehr, weil wir durch 2 Verletzungen bzw. durch die rote Karte 3 nominelle Innenverteidiger verloren haben. Wir werden uns was ausdenken müssen. So, jetzt hier. Servus. Herr Kovac, was stimmt Sie optimistisch, die Mannschaft wieder aufrichten zu können, so entwickeln zu können, dass sie wieder stabil ist? Und was hat Sie bewogen, nach der roten Karte Coutinho und Thiago auf dem Feld zu lassen? Ja, zur zweiten Frage. Ich finde, das habe ich gerade eben auch gesagt, dass wir es gut in die Halbzeit gebracht haben, dass wir Ballbesitz haben wollten. Ja, den haben wir dann, wie gesagt, zur Halbzeit auch gespielt, bis zur Halbzeit. Denn wenn du dann in Unterzahl nur noch die Bälle lang schlägst, dann kriegst du keinen Zugriff. Das heißt, die Qualität, die Philippe bzw. auch Thiago mit dem Ball haben, das war das, was wir auch brauchten, was uns dann auch geholfen hat. Ja, und deswegen die Entscheidung. Und zur ersten Frage, die können Sie vielleicht nochmal wiederholen.
Ja, jetzt geht es erst einmal darum, dass man diese Niederlage abschüttelt. Man muss die Köpfe frei bekommen. Letzten Endes ist das schon ein herber Schlag gewesen. Und man kann jetzt im körperlichen Bereich nichts haben. Man muss den Kopf erreichen, die Psyche erreichen. Das muss ich mal ganz schnell vergessen, weil wir haben jetzt am Mittwoch die Möglichkeit, in der Champions League, glaube ich, den Sack zuzumachen, dass wir klipp und klar dann auch weiter sind. Ja, und dann kommt das Spiel gegen Dortmund, was schwierig genug werden wird. Aber wir müssen jetzt erstmal den ersten Schritt vor dem zweiten machen. Sonja Pahl. Herr Hütter, 5:1 gegen den FC Bayern, wenn man einfach nur mal auf die nackten Zahlen guckt, klingt das gigantisch. Wo würden Sie es oder wie möchten Sie, würden Sie dieses Spiel dann jetzt einordnen insgesamt innerhalb dieser Saison? Ist das jetzt mal ein richtig schöner Ausschlag nach oben oder ist das schon der richtige Weg nach oben? Ich glaube, dass wir den FC Bayern heute so erwischt haben, aufgrund von Verletzungen, dann mit der roten Karte noch dazu. Also ich weiß sehr wohl, wie ich das, diesen Sieg auch einordnen werde und kann. Natürlich die ersten drei Spiele gegen FC Bayern 1:13, können Sie sich vorstellen, wie es mir oft gegangen ist. Trotz allem weiß ich, dass dieser Sieg heute enorm wichtig war, dass der natürlich die Zuschauer möglicherweise auch ein bisschen fliegen lässt. Trotz allem müssen wir kühlen Kopf bewahren, weiterhin hart arbeiten, um ja, noch gefestigter zu sein, speziell auch auswärts. Nichtsdestotrotz, 5:1, habe ich schon vorher gesagt, ist nicht alltäglich gegen FC Bayern zu gewinnen. Benjamin Heinrich, vorne. Das ist so eine kleine Frage zur Gesamtsituation in der Liga. Jörg Schmadtke hatte vor ein paar Tagen im Interview mit der Bild gesagt, dass er daran glaubt, dass die Saison so gut gemacht ist wie nie, um einen Überraschungsmeister zu haben. Sie haben ja jetzt ein Buch rausgebracht, in dem Sie auch beschreiben, wie man eine Meistermannschaft entwickelt. Glauben Sie auch, dass in dieser Saison tatsächlich ein Überraschungsmeister drin ist und es mal ausnahmsweise nicht die Bayern sind? Und welche Rolle kann da oben tatsächlich am Ende vielleicht auch die Eintracht spielen, wenn auch vielleicht nicht die erste Geige? Lassen wir mal die Kirche wieder im Dorf. Wir haben heute gewonnen, wir freuen uns, können uns aber, glaube ich, sehr realistisch einschätzen. Hier bei der Eintracht sind wir alle sehr geerdet. Seit 2016, glaube ich, Nico, du weißt es noch, in Nürnberg, wenn das Spiel verloren geht, weiß ich nicht, wie viele Leute heute hier sitzen und diesen Sieg feiern können. Das sollte man auch mal wissen. Ich glaube, dass der Verein versucht, sich stetig weiter zu entwickeln in allen Ebenen. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und das eine, das mit dem Buch hat das gar nichts zu tun, Eintracht Frankfurt als Meister. Also es hat einmal Leicester City gegeben, wo auch nie jemand geglaubt hat. Vielleicht gibt es einmal einen Überraschungsmeister, ich weiß es nicht. Wenn Bayern München und Borussia Dortmund ihre Konstanz runterspielen, dann ist es schwer, sie zu schlagen. Aber nochmal, es ist immer irgendwann einmal eine Sensation möglich. Peter Hess ist der Nächste. Herr Kovac, wie ordnen Sie die Niederlage ein? War das jetzt eine Niederlage durch besondere Umstände, rote Karte, Abraham Spitzel, Lewandowski, zweimal den Ball vom Fuß, als er reinschießen möchte? Oder ist es ein Ausdruck grundsätzlicher Probleme dieser Bayern in dieser Saison? Ja, natürlich ist es jetzt schwierig zu sagen, dass es nur an der roten Karte lag. Ja, das ist sicherlich ein entscheidender Punkt auch gewesen. Egal, was ich jetzt sage, ist eh zu viel bzw. zu wenig. Von daher behalten wir es lieber so, dass wir es so lassen, wie es ist. Eine deftige Niederlage, die wir verarbeiten müssen. Alles andere kann ich Ihnen jetzt sowieso nicht sagen, weil sonst würden wir wahrscheinlich hier noch Minuten und Stunden sitzen. Aber wir müssen fliegen. Will ich sagen, genau. Karl-Heinz Wild hier vorne. Herr Kovac, die Frage geht es in diese Richtung. Seit Wochen sind es dieselben Fehler in der Abwehr. Seit Wochen werden Fehlpässe schlimmster Art gespielt. Wie wollen Sie das korrigieren und wie kann das besser werden? Vielleicht sollte ich meinen Adi fragen, ob er ein Rezept hat. Es ist ja so, wie soll man Fehlpässe verhindern? Beim 3:1, ich weiß gar nicht, wer den Ball dort verliert. Also der Ball wird abgewehrt und anstelle den Ball vielleicht mal rauszuhauen, weil letzten Endes macht die Eintracht ja sofort Druck, sie sind hoch dran, da musst du One-Touch spielen, da darfst du nicht zwei Kontakte spielen. Dass es bei dem Boden schwierig ist, mal so einen Ball auch zu kontrollieren, das passiert. Ganz einfach, Annahme, Mitnahme, Pass. Das sind die Grundelemente im Fußball. Und davon machen wir im Moment zu viele Fehler. Das habe ich ja auch schon angesprochen. Sie können mir glauben, Herr Wild, dass wir wirklich viel im Passspiel arbeiten.
dass wir die Basics immer wieder trainieren, aber es ist das eine, wenn sie es im Training trainieren, als im Bundesligaspiel. Da ist eine ganz andere Intensität auch dabei vom Gegner. Das müssen wir abstellen. Wenn wir das abstellen, glaube ich, werden wir weniger brenzlige Situationen gegen uns haben. Dann sind wir drüben. Da gab es eine Wortmeldung. Ja, Kovac, vielleicht kurz zu Ihrer Gefühlslage nach dieser ganzen Berichterstattung auch vorher und Endspielcharakter, der da schon manchmal ausgerufen wurde und Namen, die gehandelt werden. Sie sind ja lang genug im Geschäft, um das alles zu kennen. Mit welchem Gefühl gehen Sie jetzt so in den Mannschaftsbus, ins Flugzeug, ins nächste Gespräch mit Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge oder Salihamidzic? Als erstes gehe ich erst einmal sehr enttäuscht und sehr traurig in den Bus, weil ich habe heute 5-1 verloren. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich als Trainer jemals höher verloren habe. Das ist so, das passiert, das kommt immer wieder vor. Ich weiß auch, wie das alles läuft in diesem Geschäft. Also von daher bin ich nicht naiv und ich bin auch nicht blauäugig. Aber wir hatten letzte Saison eine ähnliche Situation, wo es auch nicht gut lief und unterm Strich ist dann das Double rausgekommen. Ich habe damals nicht aufgegeben. Ich gebe nie auf und werde jetzt auch nicht aufgeben. Ich weiß, dass es schwierig ist, aber ich habe es immer wieder gesagt, auch als ich hier war, einfach kann jeder. Und deswegen müssen wir zusehen, die schweren Sachen zu regeln. Christopher Michel, wir kommen so langsam zum Ende. Kovac, ich muss trotzdem mal nachhaken. Letztes Jahr war ja auch schon eine schwierige Situation im Herbst, diese Herbstkrise. Aber was unterscheidet jetzt nochmal diese Krise? Also man hat ja die letzten Wochen schon verfolgt, es war gegen Bochum, naja, es war gegen Union sehr schwerfällig. Also seit diesem 2-7 gegen Tottenham wurde es Woche für Woche schwerfälliger. Wie kann man sich da eigentlich selbst raushangeln? Wie hangeln Sie sich jetzt die nächsten Tage da einfach raus? Und ja, wie können Sie diese Unterschiede in diesen Krisen erklären? Mir hat mal einer gesagt, wenn es zu solch einer Situation kommt, darf man nicht jetzt anfangen, unruhig zu werden. Man muss an das, was man glaubt, weiterhin festhalten. Der entscheidende Punkt wird sein, wir müssen uns rausarbeiten. Weil in so einer Situation wird es schwierig, sich rauszuspielen. Ja, wir müssen über die Arbeit, müssen wir unser Spiel wieder finden. Und das wird, glaube ich, das Entscheidende sein. Weil wenn du jedes Spiel ja, 1, 2, heute 5 Tore kassierst, dann wird es auch für uns schwierig, diese Spiele zu gewinnen. Deswegen müssen wir zusehen, dass wir wenig Fehler machen, wenig Gegentreffer kassieren. Und dafür muss man erst einmal arbeiten, ja, intensiv, körperlich arbeiten, um dann die Qualitäten, die wir ohne Zweifel haben, dann auch nach vorne hin auszunutzen. Eine Nachfrage. Wie wichtig ist in dieser Phase jetzt vielleicht auch Ihr Trainerteam? Der Hansi Flick hat ja Erfahrung, auch Ihr Bruder. Also wie wichtig ist jetzt auch dieses gesamte Trainerteam dahinter? Ja, wir sind alle wichtig. Jeder im Club, jeder, der mit dem FC Bayern München etwas zu tun hat und der mit uns zusammenarbeitet. Aber ich habe es ja schon gesagt, wir haben diese Situation auch letztes Jahr gehabt. Ja, war auch keine sehr einfache Situation, im Gegenteil, war auch schwierig. Und wir haben es geschafft, eigentlich im selben Trainerteam. Es ist jetzt Peter Hermann nicht mehr dabei, beziehungsweise der Hansi ist jetzt mit dabei. Also von daher nüchtern, ganz klar ansprechen, analysieren, jetzt nichts beschönigen und auch jetzt nicht irgendwo schönreden, sondern ganz klipp und klar ansprechen, wieso, weshalb, warum. Und dann weiter geht's. Gutes Schlusswort. Dankeschön, Nico. Alles Gute für die kommenden Aufgaben und Ihnen schönes Wochenende. Danke. Okay.